Man kann nichts denken, was man nicht auch sagen kann. Bason Brock fasst das noch schärfer. Durch die Formulierung lernen wir erst den Gedanken kennen. Um diesen Schritt zu tun, brauchen wir Sprache. Deshalb ist Sprache so wichtig. Ihre Wörter sind die Ziegel unseres Gedankengebäudes. Am Anfang war nun mal vor Höhlenmalerei und vor Freiluftgesang das Wort. Und am Ende, ganz zum Schluss, wird das allerletztes das Verstummen sein. Die Hauptaufgaben von Sprache, Konkretisierung und Abstraktion, bewältigen wir mit Hilfe des Deutschen. Es hat mich immer schon fasziniert, dass Worte, wenn sie nicht verstanden werden, keinerlei Bedeutung haben. Unkulunkulu Akeku zum Beispiel oder Ngitanda Udzimbavako. Werden Worte aber verstanden, dann können sie glücks- oder todbringend sein. Unkulunkuku Akeku heißt auf Zulu, es gibt keinen Gott. Ngitanda Udzimbavako heißt auf Zulu, ich liebe deinen Körper. Sätze können vor Gericht oder vor den Traualtar bringen. Wir möchten uns nie eingestehen müssen, auf der Vettel verkommen die Verlierer und in vier Jahreszeiten verfeiern wir den Verbalumgang miteinander. Nein, wir suchen nicht das Ohr des Ästheten, sondern den Puls der Zeit. Das, was viele von uns gemeinsam haben, ist ein bestimmtes Lebensgefühl. Und wer diesem Lebensgefühl Ausdruck verleiht, der kann mit Aufmerksamkeit rechnen. Über ihr Lebensgefühl hoffen wir, die Menschen anzusprechen. Dann werden sie auch die Sprache wahrnehmen, in der ihnen Emotionen, mit denen sie sich identifizieren können, vermittelt werden. Sprachlernen beinhaltet, Gefühle auszudrücken, also zu bändigen. Sprachlernen heißt, Grundlagen für Bildung zu schaffen. Und Bildung schaffen heißt, Aufstiegschancen in unserer komplizierten Dienstleistungsgesellschaft zu ermöglichen. Mit der Zeit gehen, sich nicht von ihr schleifen lassen. Wir suchen, zugespitzt formuliert, ständig nach Texten, auf die alle neugierig sind, aber die noch niemand so richtig kennt. Texte, die außerdem ihr Entstehungsjahr repräsentieren. Ich akzeptiere den strengen Imperativ, sich beim Zurückblicken an der Frage zu orientieren, was uns die Vergangenheit gegenwärtig und zukünftig bedeuten kann und soll. In dieser Hinsicht ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 der Schnee des letzten Sommers. Ich fordere, wir müssen neben dem pädagogischen Aspekt des Lernens aus der Vergangenheit auch hin und wieder in Erinnerungen schwelgen dürfen. Ganz einfach schwelgen. Das unfaustische Genießen wollen des Augenblicks ist eine ewig menschliche Sehnsucht, also zeitlos. Wer zu dieser Produktion im Umfeld des Fußballfiebers die Anregung gibt, wer solch einen Auftrag erteilt, dem, der oder denen, wollen wir gern unseren Preis umgürten, diesen auf die Taille gerutschten Lorbeerkranz. Denn das Lebensgefühl mag zwar im Kopf umgesetzt werden, aber es kommt aus dem Bauch. Wie oft bin ich spät abends noch in die Nacht hinaus, nein, hineingelaufen, nur um am folgenden Tag, wenn die Zukunft Vergangenheit sein würde, mir, also allen, zu beweisen, dass ich noch realer Erlebtes beschreiben konnte als nur meine Träume. Diese Verknüpfung bildet die Keimzelle meines ganz persönlichen Stiftungsgedankens. Missionierungsversuche eines ungläubigen Sünders, das Brot der Worte verteilen, den Geschmack der Worte predigen, die Backrezepte allen zugänglich zu machen, damit sie lernen, immer hungriger zu werden, aus Neugier auf das ewige Geheimnis. Die Probleme, Konflikte, Zwiespälte sind unlösbar, aber sie als unlösbar zu benennen und zu erkennen, ist bereits ein Akt der Emanzipation vom fanatisierenden Hoffen auf die Konkretisierung einer Utopie, koste es, was es wolle. Wir wollen eine Sprache, die gefangen nimmt und die befreit. Zur Selbstständigkeit und zur Gemeinschaft. Wir meinen den Inhalt, aber wir bewerten die Form. Wer es schafft, das modische Lebensgefühl in die Zeitlosigkeit zu transportieren, ohne dass bei diesem Vorgang die Zustimmung der Leser verloren geht, dieser Autor ist der ideale Träger unseres Preises. Nicht nur das,
Wahrscheinlich ist er der ideale, der utopische Schreiber, Denker, Redner überhaupt. Im Rahmen der Vergänglichkeit natürlich.